Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Powerbank aus der Anker Prime Serie. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter gleich nach dem Intro. Das heutige Video wird unterstützt von GoingBus oder GoingBus.com. Hier habt ihr die Möglichkeit, Netflix, Disney Plus, ChatGPT Plus, Paramount, Spotify, dieser gibt noch etliche mehr, Abos abzuschließen, die richtig günstig sind. Und wenn ihr meinen Code benutzt, Dave, ich verlinke euch das, beziehungsweise steht auch in der Artikelbeschreibung, kriegt ihr bis zu 90% Rabatt. Schaut euch das an. Vielleicht gibt es das eine oder das andere, was euch gefällt. Und dann nutzt es. Ich nutze gerade Disney Plus und ChatGPT Plus und es bringt Spaß. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, das ist, ich finde, eine verdammt schicke Powerbank aus der Serie Anker Prime mit 27.650 mAh, 250 Watt Ausgangsleistung. Das ist schon echt stark. Und dann könnt ihr das mit einer App steuern und regeln und da habt ihr auch, die zeige ich euch auch gleich, die App, noch viel mehr sehen. So, ich packe mal den Karton beiseite. So sieht das gute Schmuckstück aus. Gut, ich habe das schon ein bisschen getestet und ausprobiert. Hier unten habt ihr Kontakte, aber ich habe dafür noch keine Ladeschale gefunden. Und dann zweimal USB-C und einmal USB-A. Und beide sind, also USB-C und USB-C, sind In- und Ausgang. Jetzt könnt ihr sehen, ich habe nur einmal gedrückt. 100%, ich habe den jetzt schon einmal geladen, der kam mit ca. 70% an. Wenn ihr zweimal drückt, dann habt ihr das Bluetooth-Zeichen. Gut, jetzt seht ihr noch ein bisschen mehr, aber wir gucken nochmal uns den restlichen Packungsinhalt an. Also ihr müsst, das zeige ich euch auch gleich, zweimal drücken. Ja, hier ist ein Smart Guide. Quick Start Guide, einmal in Englisch und einmal in, ja, ich würde sagen, Chinesisch. Und dann ist hier noch so eine kleine wegen Support Garantie. Hier sind dann mehrere Sprachen, Englisch, Dänisch, Deutsch, Spanisch, Türkisch und so weiter und so fort. Und dann haben wir eine schöne Tasche. Der fühlt sich so samtig an, ja, so richtig schön weich. Und hier steht ein Anker drauf und ein Kabel ist noch dabei. Hier packen wir das. Ein USB-C auf USB-C und das war es dann auch schon. Dann packen wir das mal weg. So, dann kommen wir wieder zur Powerbank. So, jetzt seht ihr das Bluetooth-Zeichen. Und über ein Smartphone, ob nun iPhone, Samsung, wie sie alle heißen mögen, oder mit dem Tablet könnt ihr das jetzt koppeln mit der App von Anker. Das zeige ich euch jetzt und was ihr so machen könnt oder einstellen könnt. Und das Schöne ist, hier gibt es sogar eine Uhr drin. Dafür müssen wir einmal USB-C anschließen. Ja, jetzt müssen wir ganz kurz warten. Ihr seht ja jetzt 100% geladen. Für 99 Stunden. Ja, hier ist ja nichts weiter. Ihr seht denn, ich komme mal ein bisschen dichter dran. So sieht das aus. 100%. Man kann das auch einstellen, wie lange das Display anbleiben soll. Und dann schwenken wir gleich zur App über. So, bevor wir jetzt zur App kommen, hier seht ihr die Uhrzeit. Das ist jetzt gerade die aktuelle Uhrzeit mit Datum. 22. August und dann steht da auf Englisch Donnerstag drauf. So, und jetzt gucken wir uns die App an, was wir so machen können oder nicht machen können und dann ja, sehen wir uns weiter. Also ich bin echt begeistert. So, diese App benutzen wir von Anker. Kann man da drauf gehen. Und so sieht das aus. Sollte die mal nicht verbunden sein, weil man außerhalb der Bluetooth-Reichweite ist, dann gibt es immer eine Meldung. Ich komme mal hier dichter dran. Dann steht hier, ja gut, Akku ist hier abgeschlossen. Also,
das Aufladen besser gesagt. Hier steht, war auch nicht verfügbar, Gerät ist nicht in Reichweite. Das ist schon mal in dieser App zu sehen. Jetzt sieht man, dass das hier 100% geladen ist. Und dann kann ich an der Klau hier, ja, ich habe jetzt hier keine Echtzeitdaten. Akkuzyklus einmal, da sieht man, welche Leistung eingegangen ist, beziehungsweise rausgegangen ist. Wenn ihr beim Laden seid von der Powerbank, dann steht auch die Uhrzeit, sofern ihr es eingestellt habt. Nehme ich das jetzt weg, ich komme mal dichter dran. Seht ihr nur die Anzeige, mehr seht ihr nicht. So, dann gehen wir hier mal in die App weiter rein. Hier haben wir verschiedene Display-Möglichkeiten, Thema 1, Thema 2, so steht das jetzt hier. Wenn wir jetzt hier, dann wird das ein bisschen, ja, ein wenig detailreicher. Verstanden, ja, Displaywechsel wird hier durchgeführt. Da steht dann auch hier drin, ich komme mal dichter dran. Wir wollen auch mal was zum Laden haben, damit man das auch sehen kann. Ich bin jetzt, glaube ich, im C2 drin, aber das ist ja auch egal. Ich habe jetzt hier was dran, sollte gleich laden. Man sollte dann klar auch ganz reinstecken. Und so sieht das dann aus. Das können wir dann klar auch dann in der App sehen. Wir gehen nochmal wieder zurück. Jetzt wird mit 5,7 Watt, 5,2 Watt geladen. Finde ich ja nicht schlecht. Also die haben jeweils 100 Watt Ausgangsleistung. Und sogar ein bisschen mehr. Also wir gehen nochmal in diese Einstellungsmöglichkeiten. Hier haben wir die Möglichkeiten, Geräte hinzuzufügen. Welches Gerät zum Beispiel, Gerätetyp. Smartphone, Laptop, Tablet, Kamera, sonstiges. Dann kann man hier noch einen Namen eingeben. Und dann die Leistung vom Akku und Akkuzustand. Also das kann man auch eingeben. Dann habe ich hier optimiertes Laden. Einmal für das Ladegerät, für die Powerbank selber oder für das Gerät, was ich aufladen möchte. Optimiertes Laden, um zum Beispiel die Powerbank und ich nehme jetzt mal DJI Mic 2 oder wenn man ein Smartphone hat, eine Drohne, Tablet, Laptop, dass die auch geschont werden. Also hier hat man das auch, die Möglichkeiten. Die Bildschirmhelligkeit hoch, kann man jetzt auch machen. So, jetzt sieht man es ein bisschen deutlicher. Ich komme mal dichter dran. So hat man klar einige Möglichkeiten. Hier habt ihr die Möglichkeiten, wann soll der Bildschirm ausgehen? Möchte ich eine Uhr im Display haben? Also hier habe ich zum Beispiel 30 Sekunden, so war das eingestellt, als ich das, die Powerbank bekommen habe, bis maximal 30 Minuten. Also ich finde, eine Minute reicht schon. Und dann ist denn, das wird immer übertragen per Bluetooth, dann wird das automatisch übertragen. Anschlussstatus. Hier kann ich dann zum Beispiel sagen, USB-C1, also das ist der erste Anschluss. Nur Eingang, nur Ausgang oder Ein- und Ausgang. Die Möglichkeiten habe ich zum Beispiel. Ist jetzt kein Muss. Bluetooth, Autoübertragung. Ich kann einen Gerätefinder suchen. Suche starten, verstanden. Habt ihr diesen Piepston gehört? Jetzt wird das Gerät gesucht. Das hat man zum Beispiel die Möglichkeit. Ich kann auch den Namen ändern. Akku zu, hier Firmware Update ist jetzt gerade aktuell, aber auch da sollte man mal nachschauen. Ich kann das Gerät löschen, Standardeinstellungen wiederherstellen. Also die Möglichkeiten habe ich schon und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann, das ist die Temperatur von der
Powerbank. Also nicht vom Gerät, vom Ladegerät oder von der Umgebung, sondern der ist jetzt beim Laden, als ich den Akku, die Powerbank aufgeladen habe, so auf ca. 36 Grad. Also ich finde, das ist jetzt nun nicht sehr schlimm. Also für mich persönlich nicht. Und wenn ich, na klar, mehrere Powerbanks habe, sehe ich sie, na klar, auch alle. Ich schließe jetzt mal ein anderes Gerät mehr an, damit man die Leistung sieht. So, jetzt seht ihr zum Beispiel C1 und C2. Wenn ich jetzt noch einen USB-A-Anschluss anschließen würde, dann würde das hier auch jetzt aufleuchten. Jetzt werden hier so ca. 8,8 Watt aus der Powerstation, oder besser gesagt Powerbank, abgezogen oder geladen. Also das finde ich schon sehr gut. Ich könnte jetzt auch einen anderen Verbraucher anschließen, was er denn bringt. Jetzt könnt ihr das schon deutlich sehen. Mein MacBook Pro lade ich jetzt gerade mit knapp 77 Watt. Das Ladecase von DJI Mic 2 mit 1 Watt. Ich switche die jetzt mal beide um, ob es da Unterschiede gibt. Nein, also es gibt jetzt hier nun keine großen Unterschiede. Also das Ladecase von DJI Mic 2 ist nach wie vor mit 1 Watt. Ja, jetzt ist ein bisschen gefallen. Und das MacBook Pro mit guten 77, 78 Watt. Und da seht ihr, die Leistung ist jetzt auf 26 Grad gestiegen, die Temperatur. Ja, ist jetzt nichts Gravierendes. Jetzt bin ich bei der Akkuleistung von 99%, was ich aber nicht schlimm finde. Also ein MacBook Air kann ich 1,5 Mal laden mit einer Ladung. Ich denke mal, ein MacBook Pro, jetzt hier mit dem M3-Chip, ich denke mal auch so 1,5 Mal kann ich das laden. Also gut, das sind jetzt ja auch knapp über 600 Gramm, 660, 668 Gramm wiegt das, die Powerbank. Ist aber jetzt nicht, wo ich sage, oh Gott, so viel schleppen. Wenn ich eine Powerstation mitnehme, das wäre jetzt was anderes. Jetzt bin ich bei 98%. Es sinkt. Ladezustand 1 Stunde, 14 Minuten noch circa. Dann bin ich, ja, ist der Akku leer. Also, ob es nun wirklich so ist, lassen wir mal dahingestellt. Hier sehe ich den nur oberflächlich. Hier habe ich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, aber es sind nicht mehr viele. Nachrichteneinstellungen, ob ich einen Router habe, nach Updates suchen, Firmware-Update, ja, habe ich, gibt es momentan nicht. Auch das nicht. Ich habe immerhin schon bei 97%. Jetzt geht es da ein bisschen schneller. Aber ich finde die Powerbank aus der Prime-Serie richtig, richtig gut. Sieht auch richtig gut aus. Ich hätte mir gewünscht, dass das Display vielleicht ein bisschen größer wäre. Aber man kann es lesen. Also das ist hier nicht schlimm oder außergewöhnlich. Hier sieht man noch ganz klein das Bluetooth-Zeichen. Und ich sehe da klar, weil ich hier dieses Thema gewechselt habe in der App, falls ihr euch daran erinnern könnt. Ich gehe nochmal hier rein. Display Thema 2. Hier habe ich etwas weniger Daten bei Thema 1 und bei Thema 2 ein bisschen mehr. Wenn ich da wieder raufgehe, ja, ich habe es verstanden. Dann steht hier an meinem Display ja wieder, wird gewechselt. Und schon habe ich da klar etwas weniger Daten zur Verfügung. Aber gut, das ist jetzt ja nicht weiter schlimm. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich finde das aber schon interessanter mit sogenannten Thema 2, dass ich ein kleines bisschen mehr Informationen habe. Ja, ich wollte euch die Prime Powerbank mal vorstellen von Anker aus der Prime-Serie. Und dann würde ich sagen, das soll es ja auch gewesen sein.
Ich verlinke euch das auch alles, beziehungsweise ich schreibe euch das alles in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.